Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter, wir sind im letzten Part in der Gerudo Trainingsarena angekommen und ja, heute schauen wir mal, was wir hier so vollbringen können. Theoretisch müsste es hier einiges an Items geben. Guck mal, das fängt doch schon gut an. Das fängt schon richtig gut an. Alter, jawoll. Das könnte super wichtig sein, weil wir haben ja auch den Song schon. Wir haben einen Schlüssel. Theoretisch bräuchte man nur ein paar mehr von den Schlüsseln und dann könnte man da ordentlich was vollbringen, glaube ich. Da können wir nämlich schön in den Dungeon rein schon. Das ist auf jeden Fall geil. So, und hier sitzt auch auf einmal eine... Hä, die war doch eben nicht da, oder? Die Schatzkiste? Das ist auf jeden Fall nur ein Skulltula-Token. Ah, ne, ist ein Schlüssel. Ah, das ist der vierte Schlüssel. Wir haben es im letzten Part gemacht, ne? Ja, dann machen wir das gleich jetzt auch noch. Ich hole mir jetzt noch schnell den letzten. Ich befreie den letzten Baumeister noch schnell. Muss ich halt nochmal 10 Rubine bezahlen, ist halt so. Mein Gott, das kostet jetzt auch nicht die Welt. Die Frage ist, wie kommt man denn am besten da hoch? So, ich habe nochmal geguckt wegen meinem Controller, aber irgendwie ist es noch nicht richtig gut geworden. Also ihr seht das immer, wenn ich diese Bewegung nach links oder rechts mache, werde ich langsam. Das ist nicht so, wie ich das gerne hätte. Obwohl ich nichts anders mache als sonst. Vielleicht, keine Ahnung. Muss ich nochmal gucken. Hier gibt es schön Geld. Ich muss, glaube ich, auch im... Haben wir den Bolero des Feuers? Warte mal. Nee. Stimmt, sonst hätten wir als Kind schon ein bisschen was machen können da unten. Haben wir aber leider nicht. Okay. Schade. Den langen Hookshot brauche ich, glaube ich, auch noch. So, warte mal, ich muss... Wo muss ich denn hin? Da war man schon. Muss ich hier lang? Ich glaube, das ist richtig hier. Doch nicht. I'm not sure. Also warte mal, ich geh mal hier hoch. Ist halt einfach ein riesen Vorteil, ne, dass du da die nicht wegklatschen musst. Dass wir schon den Pass haben. Ist schon echt cool. Ja, hier müssen wir rein. Logisch müssen wir hier rein. So, und jetzt müssen wir schön aufpassen. Nicht getroffen zu werden von der Final Attack. Das wäre nämlich eklig. Und dann haben wir alle und dann kriegen wir hoffentlich ein schönes Item. Zumindest haben wir es dann abgeschlossen. Ja, das läuft gut. Das war nicht gut. Okay, was war das? Oh, hier hätte man das bekommen. Na, ist natürlich auch ärgerlich, ne? Zora-Tunik. Die haben wir ja schon an. Ja, da haben wir halt viel Geld ausgegeben für, ne? So, aber das war der letzte und jetzt kriegen wir hoffentlich noch ein anderes schönes Item. So, komm schon. Gib mir was Geiles. Boah, das ist alles. Schade. Na gut. Ich hatte jetzt auf, ja, keine Ahnung, eine geile Maske oder eine Flasche mit einem Fisch drin. Nee, eine Flasche mit einem Brief drin oder ein Song oder so. Das hätte ich jetzt irgendwie erhofft. Oder ein Schlüssel, irgendwie sowas. Aber leider, naja gut, du weißt ja nicht, was du für die Tokens bekommst, ne, wenn du alle 30 hast. Vielleicht, wer weiß, was da Uniques drin ist, ey. Okay, dann würde ich sagen, wir setzen mal unseren Plan fort und gehen in die Arena rein. Ich meine, ganz ehrlich, da hätte ich jetzt schon Ewigkeiten, hätte ich die Maske von den Goronen haben können. Das ist halt schon geil. Obwohl, das wird trotzdem hart werden, weil wir haben in Majora's Mask immer noch keine Magie, ne? Das ist auch so ein Thema. Okay, wir fangen erstmal links an und kämpfen uns durch. Eine Minute Zeit, um zwei von denen zu killen. So, ich werde einfach mal Wirbelattacke spammen. Mann, die sind überhaupt nicht an mir interessiert. Eine Minute. Komm her. So, weg damit. Meine Güte.
Ich finde die Musik so geil, ne? Ich liebe ja die Musik aus Zelda 2. Okay, 50 Rubine für Majora's Mask. Ah, das ist ein ekliger Raum. Okay, warte. Dann nehme ich mal den Hookshot zur Hand. Ich bin mir auch, glaube ich, gerade überhaupt nicht mehr sicher. Oh, komme ich da überhaupt weiter mit dem Long Hookshot? Ohne Long Hookshot. So. Hilfe. Müsste, glaube ich, trotzdem möglich sein. Ich muss mir da nur mal kurz eine Sequenz überlegen, wie ich da laufe. Aber ich glaube, theoretisch sollte das möglich sein. Ah, nee. Guck mal, an den komme ich, glaube ich, nicht ran. Ich glaube, das wird das Problem sein. Ah, nee. Das geht auch. Okay, sieht gut aus. So, da war auch keiner. Hä, das war ja voll easy. Ich erinnere mich, glaube ich, noch an Gold Quest. Und in Gold Quest war das, glaube ich, eine Minute oder 40 Sekunden oder so. Falls ihr euch noch entsinnen könnt. Warte, den machen wir mal kurz fertig hier. Es gibt schön Money. Das war auf jeden Fall hart in Gold Quest. So. Aber wir haben es geschafft, hier weiterzukommen. Perfekt. Weiter geht's. So, hier kommt irgendein Wolf. Das ist alles. Tschüss. Und tschüss. Easy. Ein paar Degonüsse nehmen wir auch mit. Noch ein Weiser. Hi. Und tschüss. Waren hier schon immer so viele? Echt? Kann mich gar nicht mehr entsinnen. Dö, ein Herzteil. Nice. Nehmen wir doch mit. Für Majora's Mask. So, dann hauen wir hier mal kurz den Hammer weg. Und dann, Auge der Wahrheit ist hier so ein Thema, ne? Genau. Aber ich glaube, wir müssen erst hier lang. Hier ist, glaube ich, ein optionaler Raum drin. Aber wir müssen, warte mal, wir müssen erst mal Schalter aktivieren. Wo ist denn der Schalter? War der da oben? Ich habe ja gar keinen Plan mehr, ne? Aha. Genau, da hinten können wir dann erstmal die Sequenz hier abschließen. Nein, nicht da lang. Da freue ich mich. Aber wir haben schon schöne Sachen bekommen. Also war ein guter Tipp von euch, auf jeden Fall hier lang zu gehen. Oh Gott. Ich glaube, ich nehme mal Pfeile. So, die Like-Likes, ne? Also, in Ultimate Trials kannst du die mit einem Schuss besiegen. Und hier haben die Panzerung. Ich lasse es mal lieber. Ich brauche, glaube ich, gleich noch Pfeile. So. Wir machen mal kurz den hier. Und dann eine schöne Sprungattacke. Oh, schön Geld bekommen. Nice. So. Okay, hier war nichts mehr weiter. Doch, hier gibt es noch eine dritte Schatzkiste. Alter, drei Schatzkisten. Aber die sind alle nicht wertvoll, ne? Weil die sind alle nicht krass. Also sehen alle nicht krass aus. Aber wir gucken mal. Eine Magie für Ocarina of Time. Wahnsinn. Ah doch, da ist auch noch eine. Wo kommen die denn jetzt her? Also hier erscheinen sehr merkwürdige Dinge. Bam, 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 bam. Und ein Herzteil für Majora's Mask. Ich hoffe, das wird nicht überschrieben. Nee. Geht einfach ins Leere. So, dann ist der Raum hier auch Finish. Wie viele Feen es hier einfach gibt, ne? Das ist fantastisch, wollte ich sagen. Aber das ist ja unglaublich nervig. Aber ja, das ist... Boah, meine Stimme. Das ist ja logisch, weil jeder verdammte Händler verkauft hier so eine Fee. Ist ja irgendwie logisch. So, wenn ich jetzt hier runterspringe, beginnt das Ding sich zu drehen. Und dann muss ich die, glaube ich,
relativ zeitnah alle ins Auge treffen. So, der ist ein bisschen weiter oben. Sehr schön. Und der letzte ist wo? Relativ weit unten. Perfekt. Ohne Schatzkiste gibt's auch. Und die Tür oben ist aufgegangen, richtig? So. Kommen wir da? Jawohl. Naja, da ist auf jeden Fall nichts Wertvolles drin. Deko-Nüsse. Boah, ich hätte jetzt ein paar Pfeile schön gefunden. Aber Deko-Nüsse? Scheiße, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Kann das sein? Okay, warte. Wir machen mal den hier. Weil ich glaube, ich komme sonst nicht raus. Und ich will jetzt auch nicht sinnlos Schaden nehmen. Und dann einmal Return to the Warp Point. Ich glaube, das ist mal eine smarte Idee. Machen wir auch sonst viel zu selten, das aktivieren. So, keine Ahnung. Hier mal einen Bumerang. Bam, 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 bam. So sind wir auch gleich wieder oben. Und gehen mal in den Raum hier rein. Menü. Okay, ein paar Pfeile. Vor allem die ultimative Kiste ist auch nur eine normale. Genauso wie die. Die versteckte auch. Okay, schade. Also sowas Krasses kriegt man, glaube ich, für die ganze Schlüssel gar nicht. Also wahrscheinlich irgendwie Geld oder so. Schauen wir mal, was wir noch in den anderen Räumen so bekommen können. Oh. Jo. Haben wir einen Boomerang. So, jetzt erinnere ich mich gerade voll an Ultimate Trial. Auch ein sehr schönes Projekt. Falls ihr das nicht kennt und hier das Projekt aber verfolgt, dann schaut auf jeden Fall bei Ultimate Trial auch mal rein. Das ist ein hammermäßiges Projekt und wir spielen da mit dem Death Wheel und dem Rad des Schicksals. Wir machen uns das Spiel quasi nochmal eine Ecke schwerer, als es ohnehin schon ist. Das Ganze natürlich in Blind. Macht mega Spaß. Schaut da gerne mal vorbei, falls ihr es noch nicht habt. Und falls ihr irgendwelche Ideen und Vorschläge habt für andere Projekte, schaut doch gerne mal auf meiner Website vorbei. Die ist unten in der Kanal-Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr einfach draufdrücken und da habt ihr, ja, verschiedene Ideen. Oder könnt ihr verschiedene Ideen einfach reinschreiben. Sagt mir einfach, worauf ihr Bock habt. Und ich hoffe, ich werde das irgendwie erfüllen können. So. Natürlich am besten irgendwas mit Zelda, weil ich ja der Zelda-Junge bin. Andere Nintendo-Projekte sind natürlich auch erwünscht. So, aber so viel dazu erstmal. Wir rüsten nochmal kurz das Auge der Wahrheit aus. Wollen wir mal gucken kurz, ob hier noch irgendwas ist. Nope. So, das macht die Tür nur auf, okay. Da kriege ich irgendwas Sinnloses und da in der Kiste... Ach, super, Käfer. Ja, die brauche ich gerade nicht. Ja, Käfer müsste ja auch nochmal fast genauso viele geben. Die gibt es ja auch überall zu kaufen. Ist ja auch nochmal so ein Thema. Ups. So, ein Skuldi-Symbol. Ganz normal für Ocarina of Time. So, das ist auch so ein richtig ekliger Raum. Der ist eigentlich am besten zu machen mit den Schwebestiefeln. Die habe ich aber in Ocarina of Time noch nicht. Das ist doof. So, jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Da oben liegen Pfeile. Warte mal, wie mache ich denn? Wie mache ich denn hier das Feuer nochmal aus? War hier nicht irgendwo ein Schalter? Da drüben ist, glaube ich, der Schalter. Okay, ich versuche mal mein Glück und jump erstmal hier rüber. Ich glaube, ich springe von da oben darüber, ne? Ich mache erstmal kurz den, trinke mal einen Schluck Kaffee. Dann sollte hier auf jeden Fall erstmal eine schöne Treppe erscheinen. Das ist doch schon mal was wert, oder? So, gucke mal. Dann machen wir mal kurz den, da ist der Schalter.
Ich würde mal kurz hier rüber jumpen. Dann jump mal darüber. Zack. Und dann jump mal wieder auf den Stein. Obwohl, nee, direkt zum Schalter. So. Dann hier auf den Stein und von da oben jumpen wir dann rüber auf das da. Das sollte dann eigentlich passen. So, die Frage ist, kommen wir da jetzt wieder zurück? Nein. Aber ist die Tür offen? Die Tür bleibt offen. Das ist doch toll. Das ist doch alles, was ich wollte. Dann haben wir das nämlich auch schön gemacht hier. Und dann können wir da oben nochmal kurz lang gehen. Aber ich glaube, hier oben ist nicht viel. So, ein paar Pfeile. Normalerweise lege hier einen Schlüssel. Da hinten ist noch eine fette Kiste. Da müssten wir mal hin. Aber wo ist die? Irgendwie so hier, ja. Oh, da ist noch eine, oder? Da ist auch noch eine fette Kiste. Könnte man vielleicht noch was Cooles rausholen. Theoretisch. Praktisch. Schöne Fee. Ja, also wenn ich jetzt hier den Hauptweg gehe, sollte ich da eigentlich vielleicht sogar an beide rankommen. Das muss ich mal kontrollieren gleich. Also hier haben wir jetzt erstmal den Raum für uns, geöffnet, die Tür. Deswegen, ich kann eigentlich froher Dinge weitergehen. Oder geht das dann wieder zu? Das sollte eigentlich gespeichert bleiben, so, oder? Egal. Komm, wir machen es schnell noch. Besser jetzt schnell machen, als dass ich es nachher nochmal machen muss. Aber ich glaube, es bleibt gespeichert. Es ist halt auch ein ekliger Raum hier. Was mache ich denn? Das ist ein richtig ekliger Raum, weil du da so mit den Strömungen irgendwie ganz komisch schwimmen musst. Ich weiß auch gar nicht, sind da Gegner drin? Ich erinnere mich nicht mehr. Ja. So, hier müssen wir auf jeden Fall auch wieder Kristalle sammeln. Deswegen, es ist halt ein super merkwürdiger Raum. Gegner sind auf jeden Fall da. So, und da unten haben wir noch einen Kristall. Und da in der Mitte. Danach haben wir es schon. Auch leider nur eine normale Schatzkiste. Ich glaube, Gegner umbringen ist nicht schlimm. Aber habe ich nicht die Sora-Rüstung an? Ist das nicht die Sora-Rüstung, die ich anhab? Ach nee. Ah, hatte ich die Sora-Tunik noch gar nicht? Die ist so cremefarben, ne? Mann, das ist ja ein Riesenunterschied. Wahnsinn. Deswegen dachte ich eigentlich, ich hatte schon die Sora-Tunik an, aber nee, ich hatte nur die Goron-Tunik. Dann habe ich die ja doch für free bekommen jetzt gerade, ne? Dann habe ich die ja doch nicht gekauft. Ja, wie nice. Okay, cool. Ja, dann ist das auch abgeschlossen. Da sind wir ja schon fast durch. Läuft richtig gut. Haben wir das jetzt fast in einer Folge gemacht hier. Ist jetzt eigentlich nur noch der nächste Raum. Da sind jetzt nochmal ein paar Gegner. Und dann sind wir, glaube ich, wieder rum. Viel ist es nicht mehr. Muss ich auch wieder auf Zeit machen. Aber das sollte eigentlich jetzt... Wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass ich normalerweise noch vielleicht das Pikoron-Schwert hätte. Aua. Das war echt schlecht. Was mache ich denn gerade? Sauber! So aufmüpfig waren die ja noch nie. Boah. Alter, voll auf den Kopf. Jo, auch nochmal eine geile Kiste. Was haben wir da? Ah, okay, ist eine leere Flasche mit der Red Potion, die wir sehr lange gesucht haben.
Aber trotzdem cool. Also quasi einfach nochmal eine leere Flasche. Wenn wir Majora's Mask demnächst irgendwann mal diese ganzen Eier holen wollen in der Gerudo-Festung, dann sind auf jeden Fall leere Flaschen sehr wichtig. So, ich glaube, wir haben es einmal geschafft, ne? Wir haben alle Räume abgeschlossen in der Arena. Und das in einer Folge. Ich bin echt begeistert. Und dann können wir uns doch jetzt möglicherweise... Also die Schatzkiste können wir uns auf jeden Fall holen. Zack. Sehr nice. Und wenn ich jetzt richtig liege, können wir uns die andere auch noch holen. Yo, das ist super wichtig. Oh, Song of Time. Jetzt können wir endlich die Zeit zurückspulen, Leute. Jetzt können wir selber entscheiden, wann wir zurückkehren. Ist das gut? Ah, oh, hier fehlt noch ein Schlüssel, Leute. Shit. Es fehlt noch ein Schlüssel, damit ich da hinkomme. Also denke ich jetzt zumindest. Ich weiß nicht, wie es von der anderen Seite ist. Ich glaube, es fehlt noch ein Schlüssel. Ah, schade. Aber können wir uns merken, ne? Da können wir uns merken, sobald wir noch einen Schlüssel haben, hier für die Gerudo Trainingsarena, können wir uns noch eine fette Schatzkiste abholen. Das ist doch nice. Also da kann ja auch eine Maske, ein Song drin sein. Einen Schlüssel brauchen wir noch. Super wichtig. So, und irgendwo war doch jetzt hier noch dieser unsichtbare Pfad nach oben. War das nicht hier? Naja. Den nehmen wir jetzt auch noch schnell mit. Und dann ist aber auch der Part für heute beendet. Die Gerudo Trainingsarena haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal beim TJ für diese tolle Idee. Ist natürlich logisch, das ist super wichtig hier alles gewesen. Ne? Wir haben geile Items bekommen, muss man einfach sagen. Wir haben noch eine leere Flasche bekommen, wir haben die Goronhaut bekommen. Und wir haben zusätzlich jetzt noch den Song of Time bekommen. Das heißt, wir können in Majora's Mask fleißig wieder rumrollen. Also die Zeit zurückdrehen, umrollen, was? Richtig nice. Wenn wir noch einen Schlüssel finden, dann kriegt man noch ein wichtiges Item. Gut zu wissen. Sollten wir auf jeden Fall sofort hierher kommen, wenn wir noch einen Schlüssel finden. Nice. Gut, damit ist die erstmal abgeschlossen. Wir haben ein paar schöne Items wieder bekommen. Wir könnten... Ja, entweder machen wir jetzt im nächsten Part hier noch weiter. Wir haben auch mittlerweile wieder ein bisschen Kohle. Könnten ein bisschen was kaufen gehen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was wollen wir machen als nächstes. Wieder zurück nach Majora's Mask und da ein bisschen rumrollen. Ich meine, wir haben jetzt den Song of Time. Ha. Aber viel mehr machen können wir jetzt in Majora's Mask auch nicht. Wir bräuchten Magie. Das wäre sehr wichtig. Der Teleport-Song wäre auch mal wichtig. Und vielleicht auch der Deku-Song, Song des Erwachens, wäre auch mal sehr, sehr nice. Dann könnten wir auf jeden Fall ordentlich was machen. Enterhaken wäre genauso ein Ding. Ich glaube, vorher möchte ich erstmal, bevor wir das nicht haben, irgendwas davon, möchte ich erstmal in Ocarina of Time bleiben. Und vielleicht gehen wir mal den Waldtempel weitermachen. Ich weiß, wir können ihn nicht abschließen. Aber vielleicht können wir noch was machen. Oder wollen wir lieber mal in den Feuertempel rein? Ich meine, da haben wir auch vier Schlüssel mittlerweile. Und theoretisch haben wir sonst alle Items, die wir... Ich glaube, der Feuertempel wäre da die beste Lösung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, ich werde in den Feuertempel gehen. Oder im Schattentempel könnten wir uns das erste Item holen. Das ist, glaube ich, auch eine Idee. Ne, wir gehen einfach im nächsten Part mal kurz in den Schattentempel, holen uns das erste Item. Das kriegt man, glaube ich, auch ohne Schlüssel hin. Also, wo theoretisch die Schwebestiefel versteckt sind. Und dann entscheiden wir, wie wir weitermachen. Alles klar, das ist doch eine Idee. Gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und ja, gerne mal auf der Website vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.